Moin Moin und willkommen zurück hier vom Kanal zu einer weiteren Folge The Last of Us. Und wir befinden uns hier in so einer U-Bahn-Station. Und wir müssen hier an diesen Klickern vorbei. Und das sind sehr viele, wie man sieht. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Flasche nehmen wir mit. Munition noch mitnehmen. Schnell zurück hier. Ja, ist die Frage. Ich weiß nicht, wie viele hier sind. Mal gucken, Orten. Ich kann da auf jeden Fall einen sehen. Wir haben ein Messer, also einen könnten wir auf jeden Fall lautlos killen. Das ich natürlich nicht umdrehen. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Wir killen auch mal lautlos hier. Infizierten hier, okay. Mal halt aufpassen, dass wir nicht erwischt werden, ne? Okay, ein bisschen durchsneaken hier noch. Ist noch eine Flasche, obwohl hier ist noch ein geiles Brett, das können wir noch mitnehmen. Tauschen wir mal kurz gegen das andere Brett. Und jetzt könnte man doch mit der Flasche. Die haben wir noch hier, wie Klicker da, sind wir einer. Und da läuft auch einer rum. Mal gucken, wie viele noch sind. Die brennen ja ein bisschen, aber irgendwie hat das nicht gereicht anscheinend. Ja, hat auf jeden Fall nicht gereicht. Schade. Ja, kein Messer mehr hier. Sonst hätte ich den anders gekillt. Das funktioniert jetzt nicht. So, warte mal. Der eine ist noch da, der andere ist da. Ich weiß nicht, wie viele hier noch sind. Ich glaube, hier ist auf jeden Fall noch irgendwo einer. Oh, hier ist Munition. Direkt mit. Noch was liegen hier? Nö. Wie viele Klicker hier noch rumklickern? Ich sehe hier nichts mehr, aber ich glaube auch noch nicht, dass wir durch sind. Aber man weiß es ja nicht. Vielleicht sind wir ja schon durch. Mal gucken. Nö. Kennt du jetzt nichts hier? Das echt alle? Also ich höre auf jeden Fall nichts mehr klickern. Das ist ja schon mal gut. Man weiß ja nie, ne? Normaler. So, dann schnappen wir uns rüber mal. Ich glaube, ich habe nicht alles mitgenommen hier, ne? Lag hier nicht noch was, was ich vergessen habe mitzunehmen? Habe ich es noch eingesteckt, ne? Ich habe es anscheinend doch noch eingesteckt. Gut, jetzt mal gucken, ob wir noch was finden. Hier ein Backstein. Oh, hier ist ein Tresor. Den kriegen wir bestimmt irgendwie gar nicht auf. Aber mal gucken, was hier drin ist. Nichts. Und hier?
Okay, müssen wir wahrscheinlich erstmal ein Datum finden. Was steht denn da? Basen. Hier finde ich aber nichts zum Lesen oder so. Ja, meistens findet man das Datum doch dann irgendwo, aber hier sehe ich jetzt kein Datum. Das muss ja hier im Geschäft drin sein, irgendwie, oder? Macht das nicht am meisten Sinn? Kalender, der hier hängt oder sowas? Vintage Book Club. Oh, top 3 Months. Donation. Ah, da liegt ja noch auf dem Tisch. Nö. Ja, einfach so groß drauf losraten macht auch nicht so viel Sinn. Eigentlich, oder? Würde mich jetzt erstaunen, wenn man, oder es ist jetzt erstaunlich, dass ich hier nichts finde für diesen Tresor. Es muss doch hier irgendwas geben. Bloß einfach nur davon losraten, bringt ja nichts, ne? Ja. Ja, ist ja Quatsch. Das ist ein Datum, also irgendwann ein Geburtsdatum oder irgendwas. Da also gucken wir noch irgendwas finden hier unten. Wir gehen mal ein bisschen rum. Finden wir bei irgendjemandem was. Gucken. Hier sind wir gekommen. Also ich glaube, viel mehr finden wir hier nicht mehr. Also, an Gegnern, Gott sei Dank. Also. Das ist ja verrückt. Ich hätte gesagt, dass man hier irgendwo so ein... Weißt du, nur so eine Stelle findet, wo so ein Datum drauf ist. Wo man dann weiß, man kann da kurz mal gucken. Ah. Erstmal ein Brief. 34378. 34378. Huch. 34378. 34378. Weiß das 34378? Ich glaube schon. Gut, dann lassen wir da rein. 34378. 34378. 34378. 34378. Okay, okay, lass den Klicker mal da, lass den Klicker da. Und erstmal zu dem Laden gehen nochmal. Wo waren der jetzt? 3, 3, 3, 43. Dann da war das, ne? Den Klicker holen wir uns auch noch gleich. Aber erstmal gucken, was hier drin ist. Vielleicht ist eine coole Wumme drin. 3, 43, 73. Ah, ich glaube, es war verkehrt. 73. Ja, warte, ich muss die falsche Nummer jetzt im Kopf behalten. Depp. Aber können wir nochmal nachgucken, ne? Huch. Ich irgendwie so einen Rucksack nachgucken kann. Da. 3, 43, 78. 3, 43, 78, okay. 3, 43, 78. Kriegen wir auch hin. 43 und 78. Teile drin, okay. Lass uns den Klicker noch beseitigen da. Halt, ich habe ein Brett noch dabei, okay. Ich könnte ihn auch aufs Maul hauen. Wir müssen nur gucken, ob der... Verhältnis da. Kurz mal hier reingehen. Hier lang. Wir haben es fast geschafft. Na los, Mist.
Genau so macht man das, genau. So, aber ich hole mir trotzdem mal das andere Brett da hinten, was da, das da noch drin lag. Hier lag noch ein Brett drin, das nehmen wir gleich mit. Also das Prügelding ist das immer ganz praktisch irgendwie. Ja, lag das nicht hier rum? Hat jemand anders das mitgenommen? Hab ich das mitgenommen? Nö. Was lag da noch? Naja, jetzt ist es weg. Okay, und die setze ich erstmal hier hin? Nee, doch nicht. Mit die Leiter zum Verlassen. Ah, okay. Okay, na los. Los geht's. Oh, hier. Okay. Jetzt war wohl längs müssen. Aber nur da runter oder kann man hier durchklettern? Nein, man muss hier runter. Sind alle okay? Ja, gehen wir. Na cool, ob hier noch irgendwas ist, aber jetzt nicht mehr. Schöne Profis. Das nennt man Glück. Und das hält nicht ewig. Müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Na gut, dann gehen wir da links. Wie kommen wir über diesen Truck? Mal sehen, ob wir was finden. Na komm. Mein Gott. Das ist geil, die stehen echt so dicht aneinander und trotzdem kriege ich sie mit, ne? So geht's auch. Okay, dann mal los. Raus mit der Scheiße. Na, guck mal, geht doch gut. Okay, das Wasser. So. Der muss noch ein bisschen dichter ran. Klettert hoch. Center for Disease, achso, okay. Lecker Information, warum die ganze Sache ausgebrochen ist hier oder irgendwas. Joel, hier drüben. Wir gehen durchs Gebäude. Ja, das lief ja toll letztes Mal. Sorry, ich meine ja nicht. Was? Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Ich weiß. Wow, das war knapp. Du hast da was am Schuh. Eklig. Aber auch witzig. Okay, wie kommen wir hier wieder raus?
finden wir es raus. Hier ist erstmal eine Werkzeugbank. Vielleicht können wir irgendwas hier bauen. Was haben wir denn? Und Marlene glaubt, du bist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Wie kam es zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. War Marlene bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Der Waffe können wir auch was machen? Ich sagte doch, alles wird gut. Gucken wir mal. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ein bisschen größer machen. Oh. Schon ganz cool gemacht. Und vielleicht ein bisschen schneller abfeuern. Oder schneller nachfeuern. Na, lass mal schnell abfeuern. Na, dann machen wir das Nachladetempo auch noch gleich schneller. Haben wir alles ein bisschen erhöht. Haben wir genug Sachen gefunden, wo wir das machen konnten. Gut. Mehr haben wir auch nicht mehr Waffen. Das sieht gut aus. Ach, gar kein Problem für jemanden, einfach sowas mal zu bauen. So, also. Hier ist noch was drin. Guck mal hier. Painkiller. Dann. So, können wir gucken, was können wir hier machen. Achso. Erhöht die Lautentwicklung von 100. Ah, okay. Fähigkeiten. Maximal Gesundheit erhöhen. Erhöht die Lauschmusentfernung von 100 bis 200. Ja, ich warte noch ein bisschen damit. Aber ich glaube, hier könnten wir auf jeden Fall was bauen. Also erstmal so ein Medikit haben wir ja, aber hier so ein Messer können wir auch noch bauen. Brandbombe oder? Frage mal, ne? So, das klingt jetzt vielleicht gar nicht so schlecht. Und noch eine. Ja, komm, dann bauen wir noch eine Brandbombe. Alles gut verbraucht. Oh, und wie kommen wir jetzt hier raus, ist die Frage. Vielleicht diese Tür hier? Oh, warte mal. Ich kann hier... Was ist das denn hier für ein alter Laden? Sieht aus, ob die hier irgendwie... Entweder haben sie Ölgemälde gefälscht oder restauriert. Anders kann die ja nicht passiert sein, oder? Die Tür... Liegt auf jeden Fall irgendwas. Ja, das ist gut, dass es immer einfach am Boden hier oben liegt. So. Gehen wir gleich rein. Sorry, sorry, das war ich. Tess. Sorry. Komm, bleib da bei mir. Da geht's hoch, da wollen wir gleich hoch. Aber lass uns erstmal hier hinten durchgehen. Mal kurz Licht an, damit ihr auch was sehen könnt. Gehen wir nochmal hier rein. Hätte auch hier durchgehen können wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Ich frage, was das für ein Laden ist hier, ne? Na, okay, macht nicht so viel Sinn. Dann geh, lass nach oben gehen. Steh ich so im Weg rum, Ellie? Okay. Altes Museum. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Wow. Ah. Man muss echt alles öffnen, damit man irgendwas zusammenbauen kann. Sonst wäre es echt ein bisschen eng hier. Auch was die Waffen angeht und so. Kommen wir hier durch? Oh, bestimmt. Ah, hier. Okay, aufpassen, schnell. Los, 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 los! Scheiße!
Ich werde außen rum gehen. Ich denke ich auch. Nein. Okay, das ist ein Klicker. Da können wir auch nicht durch. Auch zum Beispiel geht es ja nur hier längs. Na gut. Tess. Braucht man das Messer eigentlich normal benutzen? Das war eigentlich auch Schwachsinn, ne? Wie viele Klicker hier noch rumlaufen. Aber es sieht so aus. Der draußen noch einer rumbewegt. Liegt ein Stück Holz. Ist ja auch nicht verkehrt. Oh. Wie viele hier rumlaufen, aber den haben wir noch erledigt. Ein säuberlich zerlegt. Stellt sich jetzt halber mit. Mal oben längs erstmal. Wurde sie gebissen? Mir geht's gut. Na gut. Leute, hier rein! Das reicht. Flicken hier. Das war echt knapp. Bestimmt war da verdammt viele, fand ich. Bin ich hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann, außer Flaschen? Anscheinend nicht, ne? Ist echt nichts mehr. Bisschen öde. So viele Leute hier waren. Und ich könnte man ruhig noch irgendwas finden, oder?
Gut. Ist wahrscheinlich das Fenster raus. Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Alles. Verdammte Axt, ey. Wir müssen irgendwie rüber. Hier ist ein Bett. Vorsicht. Da ist es. Unser Zielort. Okay. Sei vorsichtig. Eine ikonische Szene hier. Ein bisschen. Wird einigen auch im alten Spiel noch in Erinnerung bleiben. Und ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Bessere Aussicht gibt's ja anscheinend nicht. Gleich hier um die Ecke. Kommt. Geh weiter, Kleine. Gut, aber genau hier machen wir Schluss. Folge 3 ist zu Ende. Mal sehen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin. Tschüss.